Sie leuchten vor unseren Augen, Szenen für die Ewigkeit, tausendmal gesehen, doch nie vergessen, Sekunden, in denen normale Spieler zu lebenden Legenden wurden. Heute wollen wir uns 5 unvergessene Momente dieser absoluten NBA-Superstars nochmal gemeinsam anschauen. Was geht, meine Freunde? Kobe Bjorn ist am Start. Heute mit den 5 Momenten des Tracy McGrady, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, eine NBA-Legende, die sicherlich mehr als eines dieser Videos bekommen wird, einfach weil er so viele geile Momente aufzuweisen hat. Ich stecke gerade über beide Ohren in der Vorproduktion für die nächste Saison, deshalb lasst mich einmal ein fettes Danke für euren Support auf die letzten Videos sagen. Das freut mich wirklich übertrieben, dass ihr auch in der Offseason Bock auf Hauptkanal-Content habt und euch wirklich alles anschaut, was ich so raushaue. Vielen, vielen Dank dafür. So, nachdem wir heute wenig Zeit haben, halten wir wie Roos das Intro kurz und fangen auch direkt an. Viel Spaß mit den 5 Momenten des Tracy McGrady. Nummer 5, off the backboard like it's nothing. Basketball. I play the game of basketball because I love it. And you know, the MVP stuff, that's for everybody else. Oh, what did you think of that one there, Tracy? You're not talking to me, I'm missing the game. Well, you know, it's a fast break to himself, and he's the only one to do it. What's coming? Look at him go through 4 or 5 guys and posters. All-Star Game 2002 in Philadelphia. Wenn man sich die Bilder heute anguckt, wirkt das alles wie aus einer fremden Dimension. Michael Jordan im Trikot der Wizards, Dirk Nowitzki mit kurzen Haaren, Kobe Bryant mit der Nummer 8. Was geht denn hier ab? Ja, wir befinden uns in einer anderen Zeit. 5 Dreier pro Spiel feuerten damals die NBA-Teams im Schnitt ab. Es war die Zeit des Midrange-Games, der langen Zweier, und kaum jemand konnte 2002 so gut scoren wie Mr. Tracy McGrady. 25 Punkte legte er damals im Schnitt auf, im darauffolgenden Jahr waren es 32, mit 2,3 Meter, krasser Athletik und vor allem nie zuvor gesehener Smoothness in seinen Bewegungen, begeisterte T-Mac damals die Basketballwelt, und wie wir alle wissen, gibt es für athletische Wingplayer keinen besseren Showcase, als beim All-Star-Game richtig abzuliefern. Das wusste auch T-Mac und packte diesen Self-Alley-Oop off the glass aus. Was für eine Athletik und Timing sind hier bitte gefragt, vor allem wirft er sich den Pass auch noch aus dem Laufen mit links ans Brett, catcht ihn, dreht sich zur Seite, bleibt kurz in der Luft stehen und slammt den Ball dann über seinen Kopf durch den Ring. Crazy. Und das Krasseste an T-Mac ist, dass er diesen Dunk mehrfach sogar in regulären NBA-Saisonspielen wiederholt hat. Das spielt man jede Nacht gegen die besten Athleten der Welt und ragt trotzdem nochmal so komplett heraus. Einfach nur krass, einfach nur was, einfach nur ach, was hat der T-Mac da schon wieder gemacht? Nummer 4. You ready, LeBron? Oh, McGrady just pass Robinson and then slash to the rack. Are you kidding me? LeBron says, wait a minute. Hold on. I don't know if there are words to describe this. Wir springen ein Jahr weiter, 2003 Playoffs, T-Max Orlando Magic treffen auf die Detroit Pistons. Die Magic gelten als klarer Underdog in der Serie und das gefällt Tracy überhaupt nicht. Er will den Fans beweisen, dass die Magic die gleiche Chance haben, die Serie zu gewinnen wie die Pistons. Überraschenderweise geht Orlando sogar 3-1 in Führung, aber wenn uns die jüngste Vergangenheit etwas gelehrt hat, dann dass 3-1 Führungen nie safe sind. Die Pistons gewinnen Game 5, 6 und 7 und damit die Serie. Aber wir wollen nicht über die Serie als Ganzes reden oder ein bestimmtes Game. Nein, es geht um einen ganz besonderen Moment. Game 1, T-Mac droppt 43 Punkte gegen Detroit. Im zweiten Viertel dankt der Mehmet Okur den Ball so hart in die Fräse, dass der sich erstmal beschämt umdrehen muss. Wie immer, fake T-Mac auf dem Wing, als würde er über den Block zur Mitte gehen. Geht dann aber doch nicht über den Pick und hat somit die komplette Baseline offen. Aber wie krass war dieser Dunk jetzt eigentlich? Fragen wir doch einfach mal einen noch nicht gedrafteten, noch in der Highschool sitzenden LeBron James. Tracy McGrady just gave LeBron the nod, like, did you see that? What did you think of that dunk, man, on the court? Man, that dunk was ridiculous, you know, his athletic ability is beyond wonders, and, you know, right now he's showing a lot,
know, the first game of the playoffs, and if we keep going, you know, I hope they get a victory out of this. Geil auch, dass der Reporter am Anfang des Interviews meinte, T-Mac hätte LeBron gerade zugenickt. Für mich einer dieser Momente, in denen der Big Dog dem aufstrebenden Star mal kurz zeigt, yo, du bist zwar nice und du hast eine Menge Talent, aber ich bin immer noch Tracy motherfucking McGrady. Innerhalb weniger Monate sollte LeBron natürlich in die NBA kommen und sich unter anderem mit T-Mac geile Battles liefern. Dieser Dank war also nicht nur einer der größten in der Karriere des Tracy McGrady, sondern auch ein ganz besonderer Moment für die Basketballwelt, weil der junge King James sich hier sicherlich einiges abschauen konnte. Nummer 3, Tracy McShady. The Olympics, Allen Iverson out with a sprained right thumb. First halftime winding down, Tracy McGrady steals the ball, then shows it to Eddie Casciano, the guy he stole the ball from, for dunking it. Now McGrady said he thought he heard a whistle and that's why he stopped playing, but the crowd doesn't believe him. Team USA 2003, FIBA Americas Championship. Die Länder aus Nord- und Südamerika spielen den amerikanischen Champion aus. Wer die Meisterschaft gewinnt, qualifiziert sich automatisch für die Olympischen Spiele in Athen. 2003 sind wir allerdings schon 12 Jahre vom legendären 92er Dream Team entfernt. Und um ehrlich zu sein, die 2000er US-Teams sind eher Albtraum als Dream Team. Ja, sie gewinnen ihre Spiele immer noch deutlich, aber die Attitude der US-Amerikaner war einfach nicht mehr die richtige. 92 wurden die Gegner zwar mit 50 Punkten Unterschied im Schnitt zerstört, aber trotzdem respektierte man die gegnerischen Spieler. Die späteren Dream Teams um Tracy McGrady wirkten einfach nur noch arrogant. So auch dieses Play 2003 gegen Puerto Rico. Kurz vor der Halbzeit, Team USA führt mit 10 Punkten, der gegnerische Guard legt sich mit T-Mac an und wird dabei gesteelt. Eigentlich alles okay, wenn Tracy den Ball jetzt nicht hinterher joggen würde und ihn den Puerto Ricanern nochmal präsentiert, bevor er das Ding versenkt. Einfach kein classy Move, aber trotzdem wichtig und ganz ehrlich auch einfach immer in meinem Kopf mit dem Namen Tracy McGrady verbunden. Nummer 2, he sucked the gravity right out of the building. Bench, and that says a lot. Here comes McGrady. Oh, he just sucked the gravity right out of the building. What a play by T-Man. How about the passion? Look at the animation on Tracy McGrady. Normally sleepy-eyed, very, you know, very smooth. Als ich die Liste gestartet habe, war mir nicht klar, dass 4 der 5 Momente Dunks sein würden, aber come on, ihr wusstet, ich muss es auf die Liste packen. Vielleicht den größten Dunk in Macs Karriere und natürlich einer der geilsten Playcalls aller Zeiten von Kevin Harlan, da kriegt man doch jedes Mal Gänsehaut. Um euch etwas Kontext zu liefern, der Dunk fand in Game 2 der 2005er NBA Playoffs statt. Gegner waren die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki. In seinem ersten Jahr ohne Steve Nash, die Mavs sollten die Serie in 7 Spielen knapp für sich entscheiden. Bitter wieder mal für Tracy, der damit wie so oft in seiner Karriere bereits in der ersten Runde ausschied. Mit 31 Punkten, 7 Rebounds und knapp 7 Assists pro Spiel legt er in dieser Serie LeBron James Zahlen auf, aber es sollte wie immer leider nicht reichen. Trotzdem kann ihm niemand mehr diesen unglaublich spektakulären Dunk nehmen. T-Mac meinte übrigens, er wollte zuerst nur einen Foul ziehen, entschied sich dann aber doch spontan um, weil er seinen Kindern gerne ein Poster schenken wollte. Mission accomplished, Mr. McGrady. Mission accomplished. So, und bevor wir zu Nummer 1 kommen, ein kleiner Hinweis für euch. Im 4 Stufen des Tracy McGrady Videos hatte ich die Nummer 1 dieser Liste schon komplett zusammengefasst. Ich blende deshalb diesen Abschnitt des 4 Stufen Videos jetzt hier nochmal ein. Wenn ihr noch mehr über die Karriere von T-Mac erfahren wollt, dann checkt auf jeden Fall das ganze 4 Stufen Video ab. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem größten Moment in Tracy McGradys Karriere. Nummer 1, 13 in 35. Am 9. Dezember 2004 in T-Macs ersten Jahr bei den Houston Rockets spielten sie gegen San Antonio. Ein weiteres Texas-Duell, 35 Sekunden vor Ende, führten die Spurs mit 8 Punkten. T-Mac trifft einen Dreier, die Spurs führen nur noch mit 5. Die Rockets foulen, Spurs treffen beide Freiwürfe und führen dann wieder mit 7. Dann kommt T-Mac, streift Bruce Bowen, aka The Original Zaza, am Block ab und trifft einen Dreier, während er von Tim Duncan gefoult wird. Bam, 4 Punkte, die Spurs führen nur noch mit 3. Ihr kennt das Spiel, die Rockets foulen, die Spurs treffen beide Freiwürfe und führen jetzt mit 5. T-Mac kriegt den Ball und schießt den Dreier in die Fresse von Bruce Bowen. Die Führung ist jetzt nur noch bei 2, 11 Sekunden sind noch zu spielen und die Spurs nehmen ein Timeout. Die Rockets foulen diesmal nicht, sondern spielen Defense. Und hier kommt der Moment, in dem die Basketballgötter gesagt haben, weißt du was, T-Mac hat sich diesen Sieg echt verdient. Denn anders kann ich mir nicht erklären, was da mit Devin Brown passiert ist. Okay, guckt euch das nochmal an. Als
Alter, ich habe noch nie jemanden so fallen sehen. Vor allem nicht, wenn er den Ball dribbelt. Was passiert denn da bitte? Ich verstehe es einfach nicht. Aus welchem Grund sollte er so komisch hinfallen? Aber ey, das waren die Götter, denn der Ball landet natürlich genau vor T-Max Füßen. Der rennt über das Feld, nimmt den Dreier aus vollem Lauf gegen die komplette Spurs Defense und verwandelt das Ding. Das war locker eins der besten Basketballspiele aller Zeiten. Was für eine unglaubliche Leistung. Und mit diesem Bild will ich das Video jetzt auch beenden. Tracy McGrady war in seinem Prime ein absolutes Biest. Wer außer Kobe und MJ hätte denn so eine Clutch-Performance abziehen können? Deshalb vergesst die Verletzungen und all das Negative. T-Mac war the real deal und wird immer einer der größten Scorer unseres Spiels bleiben. So, und damit sind wir jetzt auch am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, nochmal 5 der größten Momente in Tracy McGradys Karriere erlebt zu haben. Diese Videos machen mir unglaublich Bock in der Produktion und wenn sie euch auch gefallen, dann schreibt mir gerne mal die Namen der Spieler in die Kommentare, von denen ihr gerne auch so ein Video hättet. So, und das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram und Kobe Björn Uncut folgen. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace, weil es heute schnell gehen muss.